Gestern hat die Türkei erstmal ihren Botschafter aus Berlin abgezogen. Statt einfach mal einzusehen, gerade von uns Deutschen kann man wahnsinnig viel lernen, historisch gesehen. Herzlich willkommen zur 6. Stunde Geschi bei Dr. Birte Schneider. Ruhe! So, Frage an die Klasse. Wer hat denn wohl den ersten Völkermord des 20. Jahrhunderts begangen? Na? Irgendjemand anders? Okay, der dicke ADHS-Junge in Reihe 1. Ich weiß das, das war die Türkei. Das habe ich gestern im Bundestag gesehen, im Fernsehen, bei Phoenix. Ja, da seppte einmal aus Versehen von Berlin Tag und Nacht zu Phoenix und meinte, er hätte was gelernt. Toll. Oliver, da 1904 nach meiner Rechnung vor 1915 liegt, geht der erste Völkermord natürlich auf Deutschlands Konto. Hä? Wo waren da? Verstehe ich jetzt nicht. Wir haben damals in der Kolonie Deutsch-Südwest die Herero und die Nama fast komplett ausgerottet. Gerade vor 3 Wochen haben uns die Opferverbände in Den Haag offiziell verklagt. Was? Deutschland verklagt? Da habe ich ja überhaupt nichts von mitgekriegt. Konnten sie auch nicht. Hat fast keiner drüber berichtet. Die deutschen Medien waren da leider mit wichtigeren Dingen beschäftigt. Mit der Modelleisenbahn von Horst Seehofer zum Beispiel. Oder hier der geplanten Hochzeit von Daniela Katzenberger. Schlimm, schlimm. Da fragt man sich ja wirklich, welcher gesunde Mensch heiratet denn die Katzenberger? Au! Du pass mal auf, Freundchen. Seit 2007 gab es im Bundestag allein 5 Anträge, die Verbrechen an den Herero endlich als Völkermord anzuerkennen. Immer wieder abgeschmettert. Mit welchem Argument? Da kommen sie nie drauf. Ich komme nicht drauf. Die Rechtsnorm des Völkermords wurde allerdings erst 1948 geschaffen, sodass ein Rückbezug nicht möglich ist und Rechtsansprüche daraus auch nicht hergeleitet werden können. Warte mal, das ist ja genau das Türkenargument. Sehr gut. Du Olli, da male ich dir gleich eine kleine Sonne ins Heft. Und guck mal, die lacht sogar ein bisschen. Ach, schön. Der Oliver hat was verstanden. Hurra! So, die einzige deutsche Regierungspolitikerin, die sich jemals bei den Opfern entschuldigt hat, war 2004 die Wiczorek Zoll von der SPD. Die hat sogar geweint und musste sich hinterher vom CSU-Mann Ruck anhören, das wäre ein, Zitat, teurer Gefühlsausbruch. Klagen in Milliardenhöhe gegen Deutschland sollte keine unnötige Munition geliefert werden. Und ich finde, Munition ist in diesem Zusammenhang eine besonders fein gewählte Metapher. Verstehen Sie? Den Türken geht es wenigstens um die Ehre. Deutschland möchte einfach nur Geld sparen. Ja, Entschuldigung, so dicke haben wir es ja auch nicht, ne? Und außerdem hat Bundespräsident Roman Herzog damals, ich glaube 98 mal gesagt, was Deutschland mit den Herero gemacht hat, war, Zitat, nicht in Ordnung. Oliver, wenn ich nach 2 Dosen Red Bull und einer Bifi im Fahrstuhl aufstoße, das ist nicht in Ordnung. Ein ganzes Volk in die Wüste treiben und sie da verrecken lassen, nennt man Völkermord. Ha? Nicht in Ordnung? Völkermord. So, jemand zu Hause? So, jetzt schreibt die ganze Klasse 100-mal den Satz, ich will nie wieder anderen erklären, wie man einen Völkermord richtig aufarbeitet, bevor ich nicht alle meine eigenen Völkermorde richtig aufgearbeitet habe. Noch Fragen? Ja. Und zwar wollte ich doch einmal noch auf die Katzenberger zurückkommen. Aua! Birte Schneider, meine Damen und Herren!